Ja, und damit willkommen zurück hier bei Mafia Nummer 3. Ja, wir starten heute mit dem letzten DLC und wir sollen hier immer noch Sammys Bar renovieren, aber ich sage mal so, ich glaube, das wird nichts, weil wir halt pleite sind. Wir haben kein Geld. Wo ist denn dieser DLC? Der war irgendwo hier unten, oder? Ja, hier. Schneller, Baby. Damit fangen wir dieses Mal an. Dieses Mal Waffen ausrüsten. Ja, das könnte monetär zu einem kleinen Problemchen werden. Oh. Aber das werden wir noch sehen. Wir können es ja versuchen. Ach ja, lustig, lustig, ich sag's euch. Wir haben $800 und 2000 auf der Bank. Ja, irgendwas werden wir dafür bekommen. Auch wenn es nur ein bisschen Munition ist. Ich glaube, für unsere Waffen müssen wir auch nicht mal bezahlen, oder? War das nicht so? Ah ja, da war was. So ist es. Aber ich glaube, nur für die Waffe an sich müssen wir nichts bezahlen, sondern nur für Munition. Deswegen fahre ich da erstmal in die Nähe und dann rufen wir die Person mal an. So. Da vorne ist es schon. Ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Vollbremsung am Freizeitpark, der unter Wasser steht. Das sieht ja wunderbar aus. Und dann rufen wir mal den Waffenmann an. Es wird langsam eng. Kannst du mir Nachschub bitte? Oh, wir haben sogar unsere guten Waffen, aber wir haben Munition ist auch voll. Wie kann das sein? Wahrscheinlich habe ich das schon gemacht, oder? Wahrscheinlich schon. Naja, nicht schlimm. Munition können wir immer gebrauchen und vielleicht auch ein bisschen Heilung oder so. Wenn du was brauchst, sag mir Bescheid. Your creepy mom ist auch da. Hallo. Guten Abend. Is this another 12-Hour-Stream? I don't think so. Ja, Munition können wir uns noch leisten. Ja, hier Adrenalinspritze. Ich glaube, das brauchen wir. Aber die schusssichere Weste, die können wir uns nicht mehr leisten. Da ist vorbei. Oh, Jesus, take the wheel. The 12-Hour-Stream was an experience. Aber es war lustig. Also keine Ahnung. Ich würde das Real Talk sogar irgendwann wieder machen, wenn ich die Zeit dafür habe. Vielleicht in ein paar Monaten oder so. Einfach weil das super stumpf und lustig war. Also weiß ich nicht. Ich habe es jetzt nicht bereut, das gemacht zu haben. Ich habe sogar letztens überlegt, ob ich das mal machen sollte, um meinen Schlafrhythmus zu fixen. So die Nacht durchzustreamen oder so. Someone gave me a shot of a VR-Headset to see if I would like one and I like this, so yeah. Yeah, my brother just bought one too and I have this PlayStation VR thing. I don't know. But it's funny, I like it. Ist er es wirklich? Verdammt. Okay, sieh zu, dass du heil heimkommst, MJ. Alles okay? Nichts ist okay. Sinclair Parrish. Sagt dir das was? Mieses Kaff. Jedenfalls für Schwarze. Der Sheriff dort führt sich auf in den finstersten Zeiten der Sklaverei. Wir bereiten eine Klage gegen ihn vor. Zusammen mit einem Anwalt in Washington, D.C. Er kennt Leute beim FBI. Ging's bei dem Anruf darum? Einer meiner Männer. Mein Freund Ezekiel Dandridge war dort, um Leute dazu zu kriegen, bei dem Prozess gegen den Sheriff auszusagen. Er hat Beweise gesammelt. Zeugenaussagen, Namen von Opfern. Das wollen wir alles dem Anwalt übergeben. Aber er traf auf dieses miese Dreckschwein Sheriff Walter Slim Beaumont. Ich hab's am Telefon miterlebt. Ich fahr jetzt los. Ich weiß. Ja. Okay. So spät noch unterwegs? Probleme mit dem Auto? Nein, Sir. Alles in bester Ordnung. Komm raus ans Licht und lass dich mal ansehen. Was machst du noch hier in Sinclair? Es ist spät.
Bin auf der Durchreise. So, so. Ist ja nett. Schöner Abend für eine Reise, nicht? Wen hast du da angerufen? Meine Mom. Deine Mom? Sie macht sich Sorgen. Ich habe ihr gesagt, wann ich heimkomme. Das ist aber nett. Das weiß sie bestimmt zu schätzen. Ja. Wirklich schöner Abend heute. Lass dich nicht aufhalten. Wir wollen doch deine Mom nicht warten lassen. Scheiße. Und wieder ein Bruder tot. Lincoln, das ist Roxy, meine Tochter. Sie kommt aus Atlanta, wo ihre Mutter lebt. Hallo, freut mich. Ich bin Lincoln. Lincoln Clay, ich weiß. Daddy, ich hab dir doch gesagt, dass ich sehr gut allein klarkomme. Es geht um den Prozess, Roxy, okay? Um Menschenleben. Ich kann kein Risiko eingehen. Ich höre, du hast der Dixie-Mafia den Arsch aufgerissen. Hast einen auf einem Riesenrad aufgeknüpft. Er hat den Freund von mir auf dem Gewissen. Für sowas muss man eben büßen. Gegen Slim und die Dreckschweine, die ihm helfen, ist die Dixie-Mafia rein gar nichts gewesen, hörst du? In einem Team mit mir tust du, was ich sage und wann ich es sage. Ja, Ma'am. Hör zu. Fahrt nach Sinclair runter und besorgt uns diesen Ordner. Wenn ihr ihn habt, bringt ihn her. Mhm. Ich bin draußen beim Wagen. Und du fährst, mein Freund. Sie hätte Ezekiel begleiten sollen. Sie gibt sich die Schuld an seinem Tod. Ist leicht, sich die Schuld zu geben. Nur wie wird man sie wieder los? Wir erledigen das. Daran habe ich keinerlei Zweifel. Sinclair Parish? Ja, ich erinnere mich an Sinclair Parish. Nun, die Sache ist die. In damaliger Zeit waren Behörden wie der Sheriff oder die lokale Polizei absolut unantastbar. Und niemand nutzte das so schamlos aus wie Sheriff Walter Beaumont. Er setzte seine Macht ein, damit Sinclair Parish weiß blieb. Solche Orte nannte man Sonnenuntergangsstädte. Wer als Schwarzer im Dunkeln noch auf der Straße war, der war am nächsten Tag von der Bildfläche verschwunden. Jetzt erinnere ich mich an den DLC. Ja, zum Glück soll ich fahren, das kann ich nämlich so gut. Und jetzt geht's in, genau, jetzt geht's hier in das Kaff rein, wo wir die ganze Zeit nicht reinkamen. Wie gut. Pops hat erzählt, wie ihr diese Dixie-Wichser aufgemischt habt. Was du mit Doucette angestellt hast, das war eiskalt. Hab getan, was ich musste. Das glaube ich dir. Also, wenn dich einer der Hilfs-Sheriffs in Sinclair auffordert, rechts ranzufahren, halt bloß nicht an. Die würden uns über den Haufen knallen, ohne mit der Wimper zu zucken. Die New Bordeaux-Cops sind auch nicht gerade auf Kuschelkurs mit den Schwarzen. Bruder, wenn du meinen Rat hören willst, falls du Slim so ausschalten willst wie Richie Doucette, würde ich nicht machen. Für sie rechtfertigst du damit alles, was sie tun. Machst es noch schlimmer. Aber du wärst bereit, sie alle umzubringen, hm? Na, nur die, die es verdient haben. Ja, das kann nur gut werden. So, das Umschalten dauert leider immer ein bisschen länger zwischen laut und leise. Deswegen war gerade ein bisschen schwierig. Oh, oh, da vorne wartet schon etwas auf uns. Du bist echt eine lebende Abrissbirne. Danke.
Ja, das trifft es gut. Die hat gesagt, ich bin eine liebende Abrissbirne. So ist es. Warte mal. Ich würde gern aussteigen, aber ich kann leider nicht. Was ist, wenn ich die platt fahre? Seht euch nur diesen schwarzen ab. Ach, Scheiße. Tut mir leid. Ja, moin. Die Hälfte hat es einfach nicht überlebt. Wunderbar. Gut. Ja, ein paar konnten wir retten oder so, aber ich konnte auch nicht aussteigen, deswegen. Oh ja, ich mach mal kurz die Waffe weg. Oh oh. Ein 222er, Fahrer identifiziert. Bitte um Verstärkung. Rechts ranfahren. Code 35. Rück drauf. Soll das ein Witz sein? Ah, Mann, fahr! Oh oh. Ich probier was. Wo hatte der sich denn versteckt? Oh, da waren noch mehr. Hier, ein paar Knallerbsen. Geiler Scheiß. Dachte, du wolltest unauffällig vorgehen. Tja, jetzt ist er hinter uns her. Das war's dann mit unauffällig. Bring uns hier weg, verdammt. Jawohl, Mann. Das hat ja gut funktioniert. Direkt in die Reihen. Ich würde sagen, wir fahren ein bisschen übers Dorf oder so. Ein Riesenrad. Gehen wir auf den Rummel. Sieht so aus. Also bisher finde ich den DLC eigentlich ganz gut. Wir bringen ein bisschen Gerechtigkeit in die Welt. Farm. Scheiße, Roxy. Ich hatte ja schon öfter mit Arschlochbullen zu tun, aber Alter. Die knallen dich einfach ab, sobald sie dich sehen. Jetzt verstehe ich, was du meintest. Die Penner spielen rassismusmäßig in einer ganz anderen Liga. Halt in der Stadt die Augen nach weiteren Bullen offen. Tja, das kann nur gut werden, ich sag's euch. Aber zum Glück sind wir ja jetzt hier. Ich weiß gar nicht, wo sollten wir da hin? Ich weiß nicht, ob ich das hier vorhin richtig verstanden habe. Ich hoffe mal nicht. So. Aber wir sind ja auch schon gleich da. Wir fahren hier nur irgendwie gefühlt. Wie ist MJ so? War sein Leben lang in Sinclair. Den fettesten Umweg. Junge, der versucht, was zu verändern. Du vertraust ihm? Natürlich vertraue ich ihm. Auch wenn er mehr Mut als Verstand hat. Klingt nach meinem Schlag Mensch. Ist es das davon? Ja. Sieht aus, als könnte man hier einen Stunt machen. Die scharfe Roxy. Dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen, Mädel. MJ erwartet euch im Gewächshaus. Grüß Lula und die Babys von mir. Gewächshaus? Wo soll das sein? Ach da. Ja gut. Ja, jetzt erinnere ich mich an den DLC. Der war, glaube ich, sogar ganz cool. Wenn sie abtauchen müssen, schick sie zu mir. Pass auf dich auf. Was für ein erfreulicher Anblick. Ja, die Schöne und das Biest. Und Lincoln ist die Schöne. Ich bin Mitch, aber alle nennen mich MJ. Und, wie war die Fahrt? Die Cops von Sinclair haben uns freundlich empfangen. Diese Arschlöcher. Seit der Sache mit Ezekiel sind sie extrem wachsam. Wann bist du zurückgekommen? Vor ein paar Monaten. Hier,
Mein Heimreiseticket. Hab den halben Magen verloren. Vor einem Jahr. Schrapnell? Unser Heli wurde abgeschossen. Als ich wieder aufgewacht bin, steckt ein Teil vom Rotor in mir drin. Das hilft gegen die Schmerzen. Boah, Alter. Das ist mein Bestes. Wusste dein Kopfkumpel was über den Ordner, den wir suchen? Mickey? Ja, er sagt, Slim hält ihn auf der Wache unter Verschluss. Ich schätze, da kann man nicht einfach so reinlatschen. Nein, außer man ist unsichtbar. Die Schweine gehen auf Nummer sicher. Wohl besser, wir warten, bis es Nacht ist. Dann hole ich uns das Ding, wenn die Arschlöcher in ihren Betten liegen. Sehe ich auch so. Aber Slim ist nicht blöd. Er ist unberechenbar. Ich komme mit. 4 Augen sehen mehr als 2. Ich warte draußen auf dich. Alles klar. Und MJ? Ruf deinen Freund an, den Cobb. Er soll sich krank melden. Der hat längst das Weite gesucht. Na, das kann ja nur gut werden. Nachts irgendwo einzubrechen und unauffällig zu sein, ist meine Spezialität. Ja, das Auto läuft auch gut. Können wir hier eigentlich irgendwas hinbestellen? Tatsache. Ach, Autos? Tatsache. Aber wir sollen eh mit dem Auto hier fahren, von daher ist es ja erstmal egal. Da war Geld. Nochmal auf leise. Ich dachte, die würden sich unterhalten, deswegen war ich gerade... Moment. Der schöne Teil kommt doch erst noch. Warte, ich muss kurz Geld holen. Denn überall, wo Geld ist, nehme ich das natürlich mit. Danke. $1000? Verrückt. Können wir uns jetzt eigentlich einfach ein anderes Auto bestellen? Ist das möglich? Ich hätte gerne... Ja, das hier. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Ah ja, endlich wieder hier ein gutes Automobil. Und die Farbe, ich liebe sie. Sie wird für immer mein Favorite bleiben, glaube ich. Ich muss halt auch wirklich sagen, seitdem ich das Auto jetzt wieder in Mint habe, einfach gut. Ich mach mal auf laut. Ich hab's mir lange überlegt, aber du sollst auch deinen Spaß haben. Wie großzügig von dir. Jetzt hab dich nicht so, Lincoln. Ich behalte den Überblick von oben. So kann ich dich warnen, wenn was ist. Vorsicht, Moment. So, jetzt sind wir wieder auf leise. Oder? Sind wir jetzt auf leise? Moment. Das Programm hakt immer ein bisschen, leider. Jetzt sind wir auf leise. So. So viel Geld brauche ich unbedingt. Ich auch. Die Frau oder das Auto? Das Auto? Ich liebe das Auto. Och, so eine geile Farbe. Oh, da ist noch ein Auto in dieser Farbe. Ich bin verliebt. Oh, mit dem Weiß. Das sieht auch einfach nur geil aus. Oh. Gut, ich schnapp mir die Unterlagen. Wo treffen wir uns? Ich schlag mich schon zur Farm durch. Und Lincoln, halt ja den Kopf unten, klar? Ja, ja. Das tue ich seit meiner Geburt. Ja, ich auch. Aber ich erinnere mich an die Mission. Die war tatsächlich ganz cool. Oder? Oder war sie extrem schwierig? Beides könnte der Wahrheit entsprechen. Hab was gebaut, so kannst du mich über deinen Knopf im Ohr hören. Bullen im Revier werden dich ohne Zögern erschießen. Na dann, viel Glück beim Versuch, die Papiere aus Slims Büro zu klauen. Ich bin auf dem Dach in Position. Ich kann dich sehen. Und eine Handvoll Hilfs-Sheriffs rund ums Revier. Dachte ich's mir doch. Vorm Ende deiner Schicht schnappst du dir gefälligst einen Lappen und wischt alles ab. Jede Stelle, die du angegrapscht hast, wird poliert und der Rest gleich mit. Das ist besser für alle Beteiligten. Gute Nacht. Aber euer Geld nehme ich gerne mit. So. Sollen wir dir einen Arzt holen? Habt ihr das keiner gesagt?
Oh, armer Daryl. Wie ihn das einfach so absolut nicht juckt. Diese verfluchten Bullen haben Jerry getötet. Oh, Jesus. Ein Klo. Moment. Oder hat der's hinter sich? So. Welches Ranking geben wir diesem Klo? Ich würde sagen, es ist relativ basic. Deswegen würde ich sagen, wir geben diesem Klo 5 von 10. Ja, ja, bestimmt. Ich glaube das auch. Das Problem ist, wir müssen natürlich das Klo-Ranking wieder aufrechterhalten. Dementsprechend. Ja. Das hat Priorität. Tut mir leid. Moment, das muss ich lesen. Gesucht vom Büro des Sheriffs von Sinclair. Name unbekannt, Tarnname Green Bandit, Captain Butt. Größe ca. 1,80 Meter, Gewicht ca. 84 Kilo, Haarfarbe braun, Augenfarbe braun. Begründung gegen den männlichen Unbekannten. Existiert ein Haftbefehl, ihm werden Rauschgifthandel und Einbruchdiebstahl und Körperverletzung vorgeworfen. Wer das wohl ist, diese Phantomzeichnung ist sehr gut. Achtung, der Verdächtige raucht nachweislich Marihuana und wird als unberechenbar und möglicherweise gewalttätig eingestuft. Sollten Sie irgendwelche Informationen über die gesuchte Person haben, wenden Sie sich bitte an das Sheriffbüro St. Clair. Es könnte eventuell eine Belohnung ausgezahlt sein. Lebst du noch da draußen? Warte. Ja. So. Paar schicke Fotos, kann man immer gebrauchen. Lande mir bloß nicht in einer dieser Zellen, Soldat. Na, bisher ist doch noch nichts passiert. Chill. Selbstverständlich ist der Typ. An der Vorderseite des Gebäudes im ersten Stock. Die Akten müssten da drin sein. Ja. Oben. Haben wir nicht. So. Hoffentlich gibt es geile Ausblicke für das Thumbnail. Ja, ich hoffe auch. Wo ist sie denn? Hallo? Warte mal, ich muss mir hier erstmal Munition abgreifen und Geld abgreifen. Wir müssen Prioritäten setzen. I was trying this VR stuff again and that's why I missed the toilet. Oh no! How could you? Such a shame. So. Think before you act, Student. Wow. Das könnte von mir kommen. This is so bad. I don't know what to say. Aber es könnte wirklich von mir kommen, so ein schlechter Spruch, ne? Böser Bär. Oh oh. Alles. Tatsächlich? Jetzt du nicht so überrascht. Tu ich auch gar nicht. Moment. Jedes Mal, wenn wir uns begegnen, kann ich es kaum aushalten. Dein Duft, deine Augen. Okay, das reicht mir jetzt schon aber zu lesen. Aber vorbei, wenn du deinen Hintern zur Farm zurückgeschwungen hast. Lebendig, meine ich. Hab ich vor. Wir sehen uns dann da. Obwohl, komm, die Karte können wir lesen. Bestimmt nicht so cringe. Und hier ist Geld. Okay, das ist nicht so spannend. Das ist nur irgend so ein Ausweisbeweisstück. Ja, gut. Bla bla bla. Sichergestellt. Bla bla bla. Mhm.
Das war jetzt nicht so spannend. Will you ever do another 12-hour stream? I think so. Why not? Oh. What's the rating for this toilet? I think this one is better than the last one. I think it's like 8 out of 10. I'm not sure. Ja, und der Clue-Counter wurde jetzt auch betätigt. Wunderbar. Zum Glück. So. Hier soll jetzt noch irgendwo was sein. Unten? Hier geht's noch nach unten? Oder ist das das, was ich gelesen habe? Ich weiß es gar nicht. The dirtier is better. I don't know. Bestimmt geht's irgendwie hinten nochmal nach unten, oder? Hallo? Genau, wie ich es mir dachte. Aber hier ist auch nur eine Weste und wir haben ja schon eine Weste. Ich denke, doppelt können wir die nicht mitnehmen. Nee. Gut, das war doch eigentlich ganz lustig. Dann würde ich sagen, wir hauen ab. Es wird auch gerade wieder hell. Kann ich einfach drüber klettern? Nee, natürlich nicht. Ja, hier rauszukommen wird anscheinend das wirkliche Trouble-Ding. Upsi. Ich weiß nicht, sollen wir einfach durch den Vordereingang rausspazieren? Ich glaube, das wäre eine Möglichkeit. Entkomme mit dem Ordner. Ja, gut. Bin ich doch jetzt, oder? Oder muss ich irgendwo Spezielles hin? Achso. Ja, mein Auto ist halt nicht hier. Obwohl doch, es ist hier. Es ist hier. Einbruch, Diebstahl im Revier. Wir überprüfen, ob was fehlt. Bitte sowas nicht über Funk, Leute. Upsi. Ich bin unschuldig. Und es juckt halt auch einfach keinen. Hier kommt nicht irgendwie die Polizei und beschwert sich. Nö. Die einfach so, I don't give a fuck. Na wunderbar. Gut, wir müssen jetzt hier hin. Wäre lustig, wenn die uns jetzt verfolgen. Ein Bahnhof. Der sah sogar ganz cool aus. Das Städtchen wäre hier eigentlich ganz putzig, wenn das nicht so ein Shithole wäre. Also so von manchen Menschen, die hier leben. Sonst wäre es eigentlich ganz süß. Sogar eine Kirche, hör mal. So. Und da sind wir auch schon entkommen. Na endlich, ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Wieso? Habe ich dich schon mal enttäuscht? Es wundert mich immer noch, dass du es nicht vergeigt hast. Wart's ab, vielleicht schaffe ich es ja noch. Slim hat was reingekritzelt und Namen markiert. Fuck. Slim hat keine Zeit verloren. Ein paar von denen werden schon vermisst. Dann sind die wahrscheinlich schon tot. Er kennt die Leute, die mit uns geredet haben. Verdammt, wir haben ein Jahr gebraucht, bis wir das alles beisammen hatten. Punkt für Punkt. Und jetzt war alles umsonst. Nein, gar nichts war umsonst, MJ. Wir wussten doch, das Dreckschwein würde sich wehren. Diese Menschen sind gestorben in der Hoffnung, dass wir das durchziehen. Wir haben schließlich die Bilder, die schriftlichen Aussagen. Wir werden Slim jetzt nicht vom Haken lassen. Und? Wie stellst du dir das vor? Ich warne alle auf der Liste, sie sollen aus Sinclair verschwinden. Tja, und dann? Nehmen wir uns Slim vor und machen diese ganze Drecksbande fertig.
Oh oh. Das klingt gar nicht gut. Neuer Denke, Grünton. Hast du kurz Zeit? Ich brauche Hilfe, den Ich hab Zeit. Ich liebe diese Frau. Die ist wirklich ganz lustig. Oh, jetzt sollen wir MJ helfen. Jetzt sind wir auch noch hier Erntehelfer. Aber nur ein Künstler taucht voll ein. Sortenkreuzen und so. Ein Mann mit Leidenschaft muss man bewundern. Baust du schon lange an? Seit ich zurück bin. Etwa ein Jahr. Zum Glück habe ich noch keine Freundin. Ja, dann vielleicht ist die Käsefrau ja was für dich. Sie fragt doch immer, ob all die Leute, ob die Single sind. Ja, dann mach dich ran, hör mal. Der Psychotalk für Veteranen meinte, ich hätte wiederkehrende Albträume, aber seine Pillen konnten mir nicht helfen. Also baue ich selbst an. Die erste Ernte war nur für meine Freunde, aber die haben auch Freunde. Gutes Gras halt. Cops? Die sind so davon besessen, Sinclair weiß zu halten, dass sie das neue Grün gar nicht bemerkt haben. Glückspilz. Außerdem nehme ich Kunden nur auf Empfehlung. So muss ich mir keine Sorgen machen, dass irgendwer den Bullen was erzählt. Schmeiß es einfach hier hin. Achte nicht auf das Chaos. Also hast du eine Pipeline nach New Bordeaux? Nein. Kennst du jemanden, der Interesse hätte? Vielleicht. Wir reden mal drüber, wenn sich hier alles beruhigt hat. Danke für deine Hilfe. Willst du mal probieren? War doch nicht nötig. Oh oh. Scheiße. Hast dir aber richtig Mühe gegeben, Mann. Verdammt richtig. So, ich guck mal, ob Roxy Hilfe braucht mit den Dokumenten. Könnte etwas dauern. Genieß das Zeug. Übers Geschäft reden wir später. Na toll, jetzt sind wir auf einem Drogentrip. Ich glaube, das gibt ein gutes Thumbnail. Ich glaube aber, die Musik könnte problematisch sein. Zum Glück steht hier mein gutes Auto und jetzt rede ich einfach ganz, ganz viel. Ich stelle aber schon mal auf laut, weil die ist hier vorne und ich rede einfach ganz viel, damit nicht hier geclaimed wird und so, ne? Let's go. Ich hoffe, du hast einen Mantel dabei. Hier wird's nämlich bald Scheiße hageln, Mann. Ich habe alle erreicht bis auf drei. Und zwar Andy Lafayette, Gina Paulson und Eddie Hanahan. Slim hat sie isoliert, festgenagelt. Bestimmt bringt er sie bald um. Und es geht noch weiter. Der ganze Ort ist abgesperrt. Keiner kommt mehr rein oder raus. Ich sag ja, es hagelt Scheiße, Mann. Was machen wir denn jetzt? Wisst ihr, wo die drei stecken? Ja, wir lassen sie beobachten. Wenn wir da hingehen und rumballern, ist das ihr sicheres Ende. Aber wenn wir zwei uns ein Auto schnappen und die Bande ein bisschen ablenken. Ja, die Wichser werden sich den Spaß nicht entgehen lassen, ein paar Nigger zu hetzen. Genau. Und während alle hinter uns her sind, kommt MJ von der anderen Seite, greift sich die drei und bringt sie hierher. Meinst du, du kriegst das hin? Du stellst vielleicht Fragen. Ich hab noch eine Idee. Mein Nightcrawler. Ezekiel hat ihn gefahren, als er starb. Wir holen ihn uns wieder. Ich sag euch, die Kiste zieht alle Blicke auf sich. Wo steht der Wagen jetzt? In der Verwahrstelle. Korps, Zaun, Alarmanlage. Ist ja nicht die Federal Reserve Bank, oder? Ja, richtig. Ich ruf Daddy an und sag ihm, was los ist. Komm zu mir, wenn's losgehen kann. Geht klar. Oh oh. Es war ganz scheiße, Mann. Ich erinnere mich an diese Mission. Die war ganz lustig, actually. Ich habe mich tatsächlich noch im Hauptspiel gefragt, als wir es gespielt haben, wie das reingepasst hat. Nein. Lincoln ist hier, Paps. Ich melde mich dann später. Auf seinem Bus steht sogar Weed drauf. Sicher. Schwierig, den dann zu identifizieren. Na los, holen wir mein Auto. Ja, das hier funktioniert super. Deine Aufmunterung von Daddy. 10 von 10. Könnte man sagen. Er wollte mich an die Unabhängigkeit der schwarzen Frauen der Revolution erinnern. Seine Art zu sagen, lass dich nicht abknallen. Da hat er nicht Unrecht. Also, wie kriegen wir dein Auto? Ich habe einen Totmannschalter eingebaut. Wer braucht im Auto einen Totmannschalter? Lincoln, ich häng ziemlich an meinem Auto. Die Sache ist die. Ich bin die Einzige, die mein Baby zum Laufen bringen kann. Also gehen wir beide da rein und holen den Wagen raus.
Das wird bestimmt Alarm auslösen. Ja, und das wird unser Signal zum Abhauen sein. Das klingt ja schon mal lustig. Ich stell mal wieder auf leise. Jetzt ging's sogar relativ schnell. Na, das sieht ja super aus. Hallo, ich würde gerne ein Auto holen. Wir sollten uns unauffällig verhalten, solange wir drin sind. Wir schleichen uns rein, holen meinen Wagen und versuchen uns nicht abknallen zu lassen. Hallöchen, der Herr. Warte, ich muss diese Nachricht lesen. Den kennen wir doch. Moment, Notiz lesen. Gesucht vom Büro des Sheriffs von Sinclair. Name unbekannt. Tarnname unbekannt. Größe 1,85 Meter. 100 Kilo. Haarfarbe unbekannt. Augenfarbe braun. Begründung. Im Unbekannten werden Körperverletzung, Raubüberfall, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Mordversuch an einem Polizeibeamten und Anstiftung zum Aufruhr vorgeworfen. Achtung, der Verdächtige wird als bewaffnet, gefährlich und gefährlich eingestuft und wahrscheinlich von Komplizen begleitet. Sollten Sie Informationen über diese Person haben, wenden Sie sich bitte an das Sheriffbüro Sinclair. Es könnte eine Belohnung ausgesetzt sein. Ja, dann gib mir mal bitte das Geld, denn ich weiß, wo sich diese Person gerade aufhält. Oh oh. Und? Tschüssi. Oh nö, ich sehe das doch schon, was jetzt passiert. Warum so uneilig? Das Rumschleichen hat mir sowieso gereicht. Holen wir mein Baby und los. So, Staub aufwirbeln. Verschaffe MJ etwas Zeit, um Zeugen zu retten, indem du Sinclair verwüstest. Roxys Nightcrawler ist für die Ewigkeit gebaut. Verwüste damit die Gegend und sei Slims Hilfs-Sheriff immer eine Stoßstangenbreite voraus. Ja, das klingt ja schon mal gut. Jetzt werden wir, glaube ich, auch erfahren, warum das Ganze eigentlich Faster Baby heißt. So, hab noch kurz was getrunken. Let's go. Oh, Ablenkungsanzeige. Die Ablenkungsanzeige zeigt dir, wie effektiv du die Aufmerksamkeit der Hilfs-Sheriffs auf dich lenkst. Erziele allen verfügbaren Schaden am aktuellen Ort, um das nächste Ziel freizuschalten. Das ist eine Mission für mich. Wir müssen Drama machen. Eingekesselt. Nimm die Rampe. Der Verdächtige ist ein männlicher Der Nightcrawler ist wieder da, Baby. Wir müssen Scheiße fahren. Uns damit übertreffen. Das ist voll mein Ding, hör mal. Klingt doch voll nach mir. Meint ihr nicht? Lincoln, nimm deine verdammte Rübe runter. Hui. Zwei malige Verdächtige haben einen schwarz-roten Rettender Nightcrawler gestohlen. Vorsicht, Jungs, das kann ein bisschen holprig werden. Das weckt sicher ein paar Arschlöcher auf. Also, wir ziehen's jetzt durch, MJ. Bist du bereit? Allzeit. Gut, wir werden ein bisschen Alarm machen, damit du Zeit für den ersten Zeugen hast. Sag, wenn du ihn hast. Verstanden, Staff Sergeant. Hui. Mischen wir Sinclair auf. MJ, du bist dran. Mal sehen, wie viel Schaden deine Kutsche so anrichten kann, Roxy. Wo kam der Flachwichser denn her? Upsi. Ich bin doch nicht bewaffnet und gefährlich. Also von den Ärschen gibt es mehr als genug. Upsi. Oh, der Song ist, glaube ich, nicht so gut. Upsi, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Na, wunderbar. Moment, ich mach kurz Radio aus, weil, naja. Niedlich, die haben ihre Freundinnen herbestellt. Ein Donut. Wir können Sprengstoff fallen lassen, okay. Ja, das kann ich. Bruder, willst du uns beide in die Luft jagen? Ja. Ich will alles in die Luft jagen, basically. Also, ich
Ich bin da gar nicht so wählerisch. Hier Construction. Ich glaube nicht. Keine Bange wegen Beulen. Mein Baby kann was ab. Sie haben uns ganz klar bemerkt. Dann mal los. Das Büro des Sheriffs hat eine Kontrollstelle am Stadtrand. Du meinst also, wir sollen mitten durch eine Bullenherde rasen, oder damit sie noch mehr stinksaure Bullen herrufen? Scheiße, Mädchen, du weißt wirklich, wie man seinen Spaß hat. Ja, wir feiern heute anscheinend. Verstärkung her! Das reicht. Verziehen wir uns von hier. Slim benutzt den Jahrmarkt für seine kleine Wahlparty. Wenn wir das durchziehen, nervt das nicht nur Slim, sondern auch die Ärsche, die ihn im Amt halten wollen. Okay, Checkpoint laden? Nee, ist doch alles gut. Ich muss sagen, das macht echt viel Spaß. Bin unterwegs mit einem der VIPs. Danke für die Hilfe. Upsi. Ah, da ist der Jahrmarkt. Ja, das sieht nach mir aus. Hallo. Wollt ihr den alten Slim wohl verarschen, was? Keine Bange. Ich hab was für euch. Ja, dann gib doch mal irgendwas Interessantes und nicht die ganze Zeit nur so dummes Gelaber. Ist irgendwie ein bisschen langweilig. Hier spricht Sheriff Beaumont. Würde sich einer meiner Deputies endlich um diese beschissene Negerplage kümmern? Vielleicht sollte man fähiges Personal einstellen. Das wäre vielleicht mal... Weiß ich nicht. Steph Sergeant, hilf mir! Ich habe einige Cops am Arsch und ich glaube, die wollen mich nicht nur verhaften! Halt durch, MJ! Wir sind unterwegs! So, wir hauen ab. Das war echt lustig. Oh, hallo. Schön zu sehen, dass andere auch so toll fahren können wie ich. Wie viel hat dieses DLC gekostet? Ich habe diesen Season Pass damals gekauft. Da waren alle DLCs zusammen drin. Und ich habe das halt so im Angebot quasi gekauft. Also ich weiß nicht mehr, wie teuer das war. Aber ich glaube, im Angebot ist das gar nicht teuer. Irgendwie 10, 15 Euro oder so. Musst du mal auf Steam gucken oder im PlayStation Store oder Xbox Store. Keine Ahnung, auf welcher Konsole du spielst. Aber die sind nicht teuer. Also am besten guck irgendwie, wenn Sale ist. Dann ist sowas immer ziemlich günstig. VIPs. Wohl auf. Aber mit den Bullen am Arsch bleibt das nicht mehr lange so. Gut. Oh oh. Dem Bus geht's gar nicht gut. Der Bus ist explodiert.
Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, einen Checkpoint laden. Ja, da habe ich erstmal den Bus in die Luft gejagt. Wunderbar. Das weckt sicher ein paar Arschlöcher auf. Schön, dass wir es geschafft haben, Snap Sergeant. Wie geht's den VIPs? Wohl auf. Aber mit den Bullen am Arsch bleibt das nicht mehr lange so. Oh, ich habe den Bus wieder in die Luft gejagt. Also von den Ärschen gibt es mehr. Gut. Ja, ich habe da, glaube ich, einfach Talent für. Also Notiz an mich, nicht mehr auf die Fässer schießen. Jetzt geht die Party los. Schön, dass ihr es geschafft habt, Snap Sergeant. Eine Autoladung Arschlöcher am Anmarsch. Wohl auf, aber mit den Bullen am Arsch bleibt das nicht mehr lange. Oh. Ja, hat nicht funktioniert. Ich frage mich aber auch, warum die Mission dann nicht irgendwie automatisch sich beendet, weil wir den ja umgebracht haben. Back, welcome back. Bin ich froh, dass ich dich mitgenommen habe. Ich schieße jetzt einfach gar nicht. Ich glaube, das ist das Beste. Schön, dass ihr es geschafft habt, Snap Sergeant. Außer auf die, das ist, glaube ich, okay. Oh, oh. Wie hat dir das gefallen? Eine Autoladung Arschlöcher im Anmarsch. Oh, oh. Linken, Achtung! Wiedersehen. Noch mehr Bullen. Folgt mir zum Schrottplatz. Ich habe einen kleinen Fluchtplan vorbereitet. Ein Fluchtplan. Ich hoffe, das klappt, MJ. Ja, wer kommt denn da? Ich glaube, wir haben das Thumbnail für heute. MJ, du gerissener Bastard. Hab ich's dir nicht gesagt? Mehr Mut als Verstand. Wir treffen uns auf der Farm. Wärst du dein Baby? Ja, verdammt. Du hast das gute Stück ja beinahe verschrottet, mein Lieber. Danke, Roxy. Wir sehen uns dann bei der Farm. Aber nur beinahe verschrottet. Das ist doch nicht so schlimm. Verfluchter Dreck. Weiß nicht, wohin die verschwunden sind. Ja, wir sind verschwunden. Allerdings muss ich mir jetzt erstmal ein neues Auto bestellen. Und zwar hätte ich gerne wieder mein mintfarbenes Auto zurück. Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus zu dir. Ach ja, so schick. Vor allem die Farbe. Ich habe hier einen Wagen für dich. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Ach, ich liebe diese Farbe. So, auf geht's. Ich fahre hier einfach mal querfeldein, weil, naja, warum nicht, ne? Ist ja ein SUV. Dann passt es ja. Oh, so stumpf. Ich habe tatsächlich auch schon mal so einen ähnlichen Joke gemacht. Und dann hat mich jemand in den Kommentaren auf YouTube korrigiert, dass dieses Auto irgendwie kein SUV war. Also nicht hier bei Mafia, sondern bei einem anderen Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Roxy, wir sind soweit. Alles klar. Okay. Hallo. Ja, die Person hat auf jeden Fall nicht gecheckt, dass es ein Joke war. Hey, wie geht's Andy? Ah, er sieht doch super aus. Zum Glück bin ich in medizinischer Feldversorgung ausgebildet. Da kann er sich bei meinem Vater bedanken. Ich fahre bei MJ mit und versuche es ihm so komfortabel wie möglich zu machen. Und jetzt nichts wie weg hier. Ist nur eine Frage der Zeit, bis Slim und seine Jungs hier rumschnüffeln. Los geht's, Roxy. Scheiße, der Ordner. Holst du ihn aus dem Haus? Klar, ich bringe ihn damit zu Devo. Oh oh.
Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Solltest du mal in der Pause in die Kommentare vom neuesten Video schauen, okay. Schockierend. Junge, Junge. Ich habe mir lange überlegt, ob ich dir nicht eine Kugel in den Kopf jage. Aber dann dachte ich mir, überlass ihn doch deinen Freunden. Sollen die sich mit ihm amüsieren? Und das können deine zurückgebliebenen Freunde nur in ihren albernen Halloween-Kostümen, Hasle? Habe ich nicht gesagt, er ist was Besonderes? Deine Freunde sind weg. Gut, sie haben vielleicht ein paar Zeugen rausgeholt. Aber das ist das Wichtigste. Ohne das steht nur das Wort von ein paar verdammten Niggern gegen das von frommen weißen Männern. Und wenn alles vorbei ist, werde ich wahrscheinlich Gouverneur. Schön zu sehen, dass du noch Ambitionen hast. Weißt du, was das Problem mit euch ist? Ihr denkt, ihr könnt etwas erreichen und die Welt verändern. Aber das wird niemals passieren. Einmal dreckiger Nigger, immer dreckiger Nigger. Nur zu. Macht weiter. Halt still, du Dreckschwein. Verdammt, wo kam der Schuss her? Scheiße! Ja, zum Glück sind unsere Freunde ja nicht da. Ach so. Ja. Upsi, falscher Knopf. Mach dir keine Sorgen um mich, Baby. Ich schnapp sie mir von oben. Schnapp dir Slim. Und denk dran, wir brauchen ihn lebend. Diesen Hirsch nicht entkommen! Upsi. Hallo? Euer Geld und eure Munition nehme ich natürlich gerne mit. I'm not mad about it. Das hoffe ich doch. Ich hoffe nicht. Oh, Moment, das könnte eine etwas bessere Waffe sein. Mann, diese Typen sind übertriebenst nervig. Aber immerhin sind wir den jetzt los. Haben wir eigentlich irgendeine Art von Waffen? Nee. Doch, wir haben noch Molotovs. Naja, gut. So.
Hier, viel Spaß. Ich will die Waffe haben. Gut, das wird wahrscheinlich nichts. Hast du das? Ich glaube es nicht. Die Waffe könnte auch gut sein. Ich bin mir unsicher. Ich will erstmal nur deren Geld haben. Ich komme nicht rein. Achso, ich muss in die andere Richtung. Ha? Wunderbar. Ist es so? Nochmal kleiner Schuss in die Fresse. Ab durch den Acker. Hast du neun Leben oder so? Das sagt der Richtige. Zum Glück haben wir beim Losfahren das Feuer gesehen. Oh Gott. Ich lege hier auch einen Stunt nach dem anderen hin, weil ich so super fahre. Lass die Penner nicht an meinen Wagen rankommen. Nur ein Zug. Komm schon, Nigga. Komm. Gut. Wow, das ist aber sehr spannend und sehr großzügig. Der Hurensohn, der lang, keine Kratzer. Lass dich von diesem Schwanzlutscher nicht abhängen, Baby. Oh oh. Upsi, erstmal fast hier ins Gebüsch gefahren oder ins Dings, ins Wasser. Oh, noch ein Zug, ja wunderbar. Nee, das ist doch nicht der Verdächtige, was denkst du denn? Das war's mit Weglaufen, Slim. Oh oh, ich fühle mich wie in Fast and Furious, ja same. Komm her, Bimbo. Ich hab was für dich. Oh ja. Ich hab was für dich, Bimbo. Hörst du mich? Wir hören dich, du Schwein. Komisch. Ich hab immer gedacht, ich sterb mal im Schaukelstuhl. Na los. Bring's zu Ende. Nein. Dein Tod würde nichts ändern. Aber wenn wir dich leben lassen, wenn du dich verantworten musst für deine Scheiße. Das wird etwas ändern. Und außerdem, du musst das so sehen. So als weißer,
Rassistischer Cop, wirst du wahrscheinlich der totale Liebling deiner Mitgefangenen. Ich kenne Politiker. Ich kenne wichtige Leute. Ich gehe nicht ins Gefängnis. Oh. Quatsch nicht so viel. Das war ja mal ein interessanter Bug. Wie der einfach im Hintergrund steht und schießt. Komm, wird Zeit, dass wir aus Sinclair Parish verschwinden. Bringen wir Slim zurück zu meinem Vater. Slims Jungs holen uns gleich ein. Okay, wir hauen ab. Oh. Ach, wieso fahren die immer in mich rein? Das ist doch absolut stupid. Das macht doch kein Polizist. Ich meine, was soll das bringen? Dass man sich gegenseitig umbringt? Ja, super. Hui. Chill, ist doch alles gut. So, den haben wir noch mitgenommen. Wie ein Souvenir. Gut. Den haben wir ausnahmsweise mal gut bekommen. Ja, wir sind wieder auf dem Jahrmarkt. Wie schön. Noch mehr Cops. Ja, wir fahren mal hier raus. Ich glaube, das ist der schlauste Weg. Lass die Penner nicht an meinen Wagen rankommen. Wo fährst du hin, Lincoln? Da geht es nicht zu Pubs. Doch, da geht's lang. Du liegst falsch, meine Liebe. Upsi. Ach ja, ich finde schön, dass mein beschissenes Fahren endlich wieder gesellschaftlich akzeptiert ist. Oh, von hier kamen wir, wie interessant. Ach komm, einfach durch die Mitte durch, hier wie beim Bowling. So. Slim zurück zu meinem Vater. Alles gut bei dir, Roxy? Das war doch gut. Aber mir ginge es noch besser, wenn wir Slim endlich hinter Schloss und Riegel hätten. Du warst richtig gut, Lincoln Clay. Ich bin immer gut, Entschuldigung, weil ich das Talent habe. Ich weiß halt, wie es geht. Stell den Wagen da vorne ab. Wohin mit Slim? Ich übernehme ab hier. Red mal mit meinem Paps. Der sollte wissen, was hier läuft. Mhm. Hm? Hm? Beende den Kampf? Wie? Okay, jetzt sind sie nur auf der Suche und dann ist wahrscheinlich jetzt gleich vorbei, oder? Gehe ich mal von aus. Ja, jetzt geht's. Hallo. Ha, Junge, irgendwann musst du ein bisschen vorsichtiger werden. Belmont? Er hat überlebt. Er ist drüben in der Garage. Hat Roxy sich gut geschlagen? Scheiße. Gut ist gar kein Ausdruck. Deine Tochter ist der Hammer, Lavon. Aha. Naja. Mit dir als Partner. Bleib doch hier. Wir könnten dich brauchen.
Ich sag's ja nur. Hier ist immer ein Platz für dich. War schön, dich wiederzusehen, Lavo. Irgendwann musst du wieder ins normale Leben zurück. Vergiss das nicht. Komm rein. Hey, ich fahre jetzt und wollte mich noch... Alles okay? Ja. Klar. Was rede ich? Nein. Nichts ist okay. Ich frage mich, ob das alles was gebracht hat. Wir legen diesem Slim das Handwerk und ich sehe nur den Schmerz und die Hässlichkeit auf der Welt. Mir hat mal einer was Wichtiges gesagt. Wenn du auf der Welt nur das Böse suchst, siehst du auch nur das Böse. Glaub mir, Roxy Laveau, du bist einer der besten Menschen, die ich kenne. Lass dich von dieser Welt nicht unterkriegen. Tanz mit mir. Also, ich kann eigentlich nicht wirklich. Okay. Okay, ich versuch's. Tja, wenn ich so toll bin, was bist du dann? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mach dich nicht schlechter, als du bist. Nein, wirklich. Du denkst, du kennst nur rohe Gewalt. Aber du hast auch andere, hellere Seiten, Lincoln Clay. Ah ja? Woher willst du das wissen? Naja, sieh dich an, du tanzt mit mir. Roxy. Ja. Ja, die sind doch eigentlich ein süßes Paar, oder nicht? Meint ihr nicht? Ich finde schon. Was mich jetzt aber nochmal interessiert, wir könnten natürlich jetzt dieses Auto benutzen, das machen wir natürlich nicht. Ich möchte natürlich wieder mal ein mintfarbenes Auto, denn wir sind jetzt tatsächlich ganz am Ende von Mafia 3. Wir können hier noch irgendwas tun, Story-Auftrag freigeschaltet, besorgte Bürger, rede mit der Stimme, erfahre mehr über einige Bewohner. Okay, das ist noch nicht ganz zu Ende, I guess. Wir hören uns das gleich nochmal an. Also wir hören uns das kurz an und dann schauen wir. Das ist eine große Hilfe. Hallo. Erzähl mir was. Immer noch am Start, Laveau? Ah, Sinclair. Da denkt man, man hat was erledigt. Ah, das mit Slim war gute Arbeit. Das FBI hat ihn. Aber er tut alles, um wieder freizukommen. Aber die ganzen Beweise... Es ist ein Anfang. Aber es müssen mehr Bewohner von Sinclair aussagen. Aber das wird nichts, wenn der Sheriff und wer sonst noch sie unter Druck setzt. Wo kann ich anfangen? Ich kenne da ein paar besorgte Bürger in Sinclair. Mal sehen, wie ich helfen kann. Danke. Hilf ihnen. Das erhöht die Chancen, dass Slim Bowman hinter Gittern bleibt. Okay. Ich dachte, wir machen jetzt eigentlich Schluss, aber es ist anscheinend doch noch nicht Schluss. Dann würde ich sagen... Ich glaube, den Großteil von dem, was wir machen mussten, haben wir ja jetzt schon geschafft. Also für alle, die das interessiert, bisher interessiert hat, die können an der Stelle, denke ich mal, abschalten.
Für alle, die es interessiert, wie es hier weitergeht, würde ich sagen, auf YouTube schaut ihr euch dann die nächste Folge an und dann werden wir mal schauen, was uns hier noch so in Sinclair Parish erwartet. Denn eigentlich wollte ich jetzt schauen, ob wir hier noch reinkommen, weil man hier eigentlich nicht reinkam. Und das wäre halt interessant gewesen, aber dadurch, dass wir hier jetzt eh noch Missionen machen müssen, ist es ja eigentlich relativ Wayne. Also ja, auf YouTube verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Dann schauen wir, was da noch in dieser komischen Stadt abgeht. Und ja, wunderschöne Ansicht hier gerade. Also ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.